Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und heute sitze ich mal wieder bei meinem Lieblingsbäcker zum Frühstücken und denke, die Welt lacht über uns. Wir sind mad in Germany, wir sind doof, wir sind total doof. Ja, genau. Warum? Weil wir nicht mehr nachdenken, weil wir keine Fakten mehr servieren, weil wir Ideologien propagieren. Die Welt lacht uns aus und macht ihr eigenes Ding. Denken Sie nur mal an die ganzen anderen Länder, ja? Was macht Schweden schon die ganze Zeit? Super Job, super Job. Gucken Sie mal die Unterschiede zwischen North und South Dakota an, ne? Der eine so, der andere so. Welche Auswirkungen hat das? Hm? Schon informiert? Tja, das ist Ihre Aufgabe, nicht meine. Wenn ich es Ihnen sage, löscht mir womöglich YouTube mein Video, ja, und davon haben wir auch nichts. Deswegen bleibe ich mal in der Fragestellung. Haben wir schon mal so deutlich sichtbar für alle so derartig unglaubwürdige Volksvertreter in der Politik gehabt? Wie bekommen wir die weg? Wie schaffen wir es, dass die Lügen dieser Leute endlich breit diskutiert und aufgedeckt werden? Sehen Sie noch öffentlich-rechtliche Medien? Ist das nicht eher so ein Staatsindoktrinationsfunk? Diese Filterblase der verlogenen Staatsdiener gibt nicht die Meinung mitdenkender, kritischer, selbstständiger, handlungs- und widerstandsfähiger Menschen wieder. Nein, ARD und ZDF sowie Spiegel, Tagesspiegel und noch einige andere spielen das Propagandaministerium für eine längst vollständig gescheiterte Corona-Politik in Deutschland. Ich habe meinen Freedom Day bereits gefeiert und Sie sollten es auch tun. Warten Sie nicht auf weitere dumme und nicht nachvollziehbare Vorschläge unserer führenden Versager, der Zerstörer Deutschlands. Ein Beispiel dazu: Der ex-regierende Bürgermeister von Berlin hat gestern gefordert, mehr Corona-Kontrollen und weniger Autokontrollen. Wissen Sie was? Wenn ich der ex-regierende Bürgermeister von Berlin wäre, würde ich sagen, mit unserer Corona-Politik sind wir so dermaßen auf dem Bauch gelandet, das ist totaler Quatsch, damit machen wir nicht weiter. Das würde ich sagen, ja. Bin ich jetzt aber nicht, ne? Wodurch unterscheidet sich jetzt meine Position von der des ex-regierenden von Berlin? Na, ich sage, mehr Kontrollen im Verkehr und weniger Corona-Kontrollen. Das ist viel sinnvoller für die Gesundheit der alten Menschen in Berlin. Die alten Menschen in Berlin, die wollen vor allem eins: barrierefreie Wege. Die wollen nicht auf einem nassen Blatt ausrutschen. Die wollen nicht über gelockerte Bodenplatten stolpern, die irgendwelche Fahrzeuge verursacht haben, die bei ihrer Lieferung ständig auf den Gehweg rauffahren, zum Beispiel. Also nur so als Beispiele. Was passiert denn nämlich, wenn alte Menschen ausrutschen draußen, sich einen Beinbruch dabei zuziehen? Ha? Die kommen ins Krankenhaus. Im Krankenhaus kriegen sie irgendwelche, nee, nicht Corona, diese multiresistenten Keime, diesen Scheiß, ja. Und dann haben wir etliche Antibiotikaresistenzen und weiß der Teufel was für Defizite. Und die hätte sich der Herr Müller schon längst mal kümmern können. Da hat er Zeit genug gehabt, sich darum zu kümmern. Hat er aber nicht, ne? Hat er nicht. Egal, wo man hinguckt, er hat stets das Falsche gemacht, das Falsche gedacht. Ja, ist so, ne? Die haben ja sogar einen guten Lehrer rausgeworfen, ne? Also, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Es ist wieder mal das Peter-Prinzip, ne? Die Unfähigsten rutschen nach oben und regieren dann den ganzen Mob, ja? Ja, was denn sonst, ne? Weil die Leute, die da noch mitmachen, sind Mob, ne? Weil wenn sie einfach nur Augen aufmachen, Ohren aufmachen, zuhören, mitdenken und ihre eigene Kritik äußern, dann klingt das nicht so wie ARD und ZDF.
klingt das nicht so wie diese von der Bill und Melinda Gates Stiftung subventionierten Beiträge im Spiegel. Ne? Und was der Tagesspiegel da die ganze Zeit macht, das weiß ich nicht. Aber das ist irgendwie der schwarze Kanal neu als Bilderbuch oder so. Mit irgendwelchen netten Stories für irgendwelche Dummen, na, für den Mob. Okay, also ich verlange wirklich mitdenkende, kritische Staatsbürger, ne? Und innen natürlich, selbstverständlich, das ist immer so. Darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ja, worum geht's hier überhaupt bei diesen Ganzen? Um Gesundheit? Schon lange nicht mehr. Geht's hier um Gerechtigkeit? Schon lange nicht mehr. Geht's hier um Besserwisserei von Ex-Regierenden, die glauben, etwas für die Gesundheit zu tun? Schade, dass man Ex-Regierenden nicht nochmal abwählen kann. Sonst würden wir das tun.